Doch, ich bin ein lieber unschuldiger Mensch, Graufer, das glaubt dir keiner. Das glaubt dir keiner. Amon, Cyrus, du weißt, warum er den Namen für den Dino aussuchte? Nope. Mein Latein ist Müll. Ist Müll. Cyrus, er hat nur die Augenbraue gehoben. Und schöne Grüße, er weiß, wie das ist. Der Wein der Entschuldigung für alles, was Tina noch anstellt. Nee. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Selbst nüchtern stellt sie schon so viel an, dafür gibt es keine Entschuldigung mehr. So, schön die Steine hier mitnehmen. Ich hätte mal gern langsam wieder eine Treppe. Wir haben nur 22 Bugmeat diese Runde gemacht, diesen Durchlauf. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Bin ein bisschen enttäuscht. Na, die Biene hat auch nichts gegeben. Na, toll. Na, toll. Aber wir wissen ja jetzt, wie wir Regenwürmer kriegen. Oh, wir kriegen Regenwürmer. Das wird so geil. Das wird so geil einfach mal. Wahrscheinlich ist das dann dieses Wildbait. Das ist geil. Get to the chopper. Ja, ich sollte das auch lassen. Ich sollte das auch lassen. Moment. Das sind wieder ein paar Maden. Nö, die natürlich nichts geben wollen. Wollen nicht ihr Fleisch mit mir teilen. So, du stirbst auch mal bitte. Du auch. Ich habe nämlich herausgefunden, dass man dieses Schleimzeug echt gut verwerten kann noch. Habe ich vielleicht zu tief angefangen? Hätte ich nicht auf Ebene 15 anfangen sollen? Bin ein bisschen jetzt verunsichert. So, komm mal her. Das war ja mal schön. So. Du darfst auch mal sterben. Gegen Cyrus, du kennst mich gar nicht. Ich bin voll brav, wie Tina. Graufer, natürlich. Wenn ich groß bin, will ich genauso sein wie Tina. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Nein, Graufer. Du bist jetzt schon eigentlich schlimmer als Tina. Bist so, tust immer so auf unschuldig, aber in Wahrheit sind da diese Geheimnisse, die du verborgen hältst vor der Welt. Keiner soll dein wahres Gesicht kennen. Die Unschuld vom Lande, die gar nicht so unschuldig ist. Das ist die liebe Graufer. Die Wahrheit ist düster und könnte ein Kriminalroman sein. Ach, Biene, komm her oder geh stiften, Mann. Ha! Double Kill! Double Kill! Na, sehr schön, Mr. Krabs. Sie haben gutes Timing bewiesen. Cyrus, zum Thema Okularis, 13 Geister. Die Maschine transformieren die Energie der Geister, um das Okularis Infernum, Auge der Hölle, zu öffnen. Arthur erfährt zu seinem Entsetzen, es handelt sich bei einem der Geister um seine verstorbene Ehefrau. Cyrus oder Cyrus benötigt zudem einen 13. Geist. Dafür sei Arthur vorgesehen. Ah, ist das der Film mit dem Monk-Darsteller? Ist das dieser eine Film, oder den es zumindest mit dem Remake mit dem Monk-Darsteller gibt? Den habe ich schon mal gesehen. Ich erinnere mich. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass dass die Gerätschaften so da heißen. So, zack. Das nehmen wir auch mit. Graufer. Ey! Cyrus, eine Schelle geben? Graufer, wenn du möchtest, dafür gibt es einen Command. Tina. Cyrus, du traust dich was? Ich traue mich ganz viel, weil ich kann ganz schnell rennen im Notfall. Im Notfall bin ich ganz schnell weg, wie der Wind. So.
So, da ist noch eine Made im Speck. Ups, daneben getroffen. Sehr schön. Es kommen ein paar Fliegen. Zack. Dann können wir ja doch noch ein bisschen was absahen. Sehr schön. Oh, da fällt mir ein, ich weiß noch etwas, was wir machen können, was ich noch nicht gemacht habe. Tatsächlich, das muss ich gleich mal, wenn wir raus sind, wenn wir den nächsten Tag anbrechen, muss ich das erledigen. Und zwar, ich habe nachgeguckt, weil ich halt echt, wie gesagt, es nicht mehr wusste oder nicht mehr zusammengekriegt habe. Offenbar wart ihr da schlauer als ich. Wofür der rostige Schlüssel war, den wir von einem guten Museumsbesitzer oder Museumstypen gekriegt haben. What? Was ist denn das hier für eine Begrüßung? Alter. Heieiei, mitten im Monster-Mob gespawnt. Wo war ich jetzt? Ach so, genau. Ich wusste ja nicht mal, wofür man den rostigen Schlüssel braucht. Und das habe ich jetzt mal nachgeguckt, um das halt einfach auch euch mal zeigen zu können. Und den braucht man tatsächlich, um in die Abwasserkanäle zu kommen. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Überhaupt nicht mehr. Insofern, das können wir auch auf jeden Fall gleich mal nachholen. Und wir haben gut wieder was wettgemacht. 51 Backmeat. Da haben wir definitiv ein bisschen was rausgeholt. Schnell mal hier drüber schauen. Aber es ist nicht wirklich was dazu gekommen. Na, Mist. So. Ja, nee, da steht nicht, dass die Schelle für Cyrus ist. Graufer, naja. Es ist halt Schelle links, Schelle rechts. Willst du das auch noch so kleinlich haben? Nee, nee, nee. Das bleibt schön Schelle links, Schelle rechts. Aber ich bin wirklich lieb, Cyrus. Ja, musst du mal beweisen. Musst du mal beweisen. So. Und zwar, wir müssen jetzt zum Busstopp. Und dann gehen wir mal pennen, bevor wir umkippen. Und dann kann ich euch am nächsten Tag die Katakomben, die Kanalisation noch zeigen. Boah, hier fett. Erstmal Bier. Mm. So, halt. Moment, wo hab ich denn das? Kann ich auf jeden Fall lagern. Wo hab ich denn? Hier habe ich den Hopfen. So, ganz schnell mal die wichtigsten Sachen ablegen. Oh, nur eine Kohle gefunden. Na toll. Hat sich ja rentiert. So, die Cherry Bomb können wir hier noch reinpacken. Und ich glaube, doch, das hier kommt noch hier rein. Dann schmeißen wir den Hopfen noch in das Keck-Dingen rein. Und dann gehe ich pennen, damit ich hier nicht umkippe. Obwohl, ich habe noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit. Und da haben wir die ersten Prickles. Sehr schön. Ersten eingelegten Sachen. Was haben wir denn? Wir haben Pickled Bok Choy, Pickled Potato und Pickled Eggplant. Sehr nice. Dann kann ich ja... Okay, nee, Moment. Ich gehe jetzt doch lieber erstmal pennen. Das wird mir doch zeitlich etwas knapp gerade. Was sagt das Wetter? Sarah, wie kommt man da rein in die Kanalisation? Zeige ich euch gleich. Zeige ich euch gleich. Was hat... Hat Amon irgendwas Wichtiges geschrieben? Wie, was? Amon liegt lachend am Boden? Hä? Ich habe gerade noch mal nachgelesen, aber ich habe nichts. Der große Lacher kommt erst, wenn Cyrus begreift. Was begreift? Was begreift? Gottes Willen. Ich fühle mich schon wieder so dumm. Oh Gott. Oh Gott. So, gehen wir mal pennen. Okularis, die Zeit sitzt dir im Nacken. Lauf, König. Lauf schneller. Naja, wir sind ja noch rechtzeitig ins Bettchen gekommen.
Jo. Hä? Ich dachte, es soll ein sonniger Tag sein heute. Stand da nicht gerade ein Sunny Day? Ich meine nicht, dass ich was gegen den Regen hätte, aber da stand doch gerade Sunny Day. Das ist jetzt irgendwie verkehrt. So, jetzt die Fackeln noch platzieren. Die Krabbe. Wo habe ich die Krabben denn gebunkert? Oh, shit. Mit den Amethysten packe ich dahin. Das Bugmeat schmeiße ich hier rein. Wobei, nee, halt, das brauche ich ja. Das brauche ich ja. Für den Köder. Muss ich nur mal schauen, dass ich nicht. Ja, doch, perfekt. Passt so. Den Köder schmeißen wir hier rein. Das schmeiße ich hier rein. So, das kommt hier rein. Kommt das Jelly hier hin. Und ich würde mal sagen, dann machen wir auch mal die Pickled-Sachen einfach mal hier rein. Weil wir hier halt noch den Platz dafür haben. Weil wir hier gerade einfach mal den Platz dafür haben. So, das kommt auf die Angel. Jetzt muss ich mal schauen. Ich brauche Wood, Hardwood und Slime. Und hierfür brauche ich Hardwood, Gold, Barren, Eisen, Barren. Okay. Und ich brauche Fibers noch. Das habe ich auch gerade gesehen. Wo nehmen wir mal hier das alles? Das alles. Paar mehrere Eisenbarren, ein paar mehrere Goldbarren. Und was fehlte noch? Wood und Slime. Okay. Und Wood und Slime. So. Ich mache hiervon mal zwei am besten. Und hiervon mache ich vielleicht auch mehrere. Mache ich auch mal zwei Stück, würde ich mal sagen. Ne? Dann können wir das hier reinschmeißen. Das schmeiße ich hier wieder rein. Dann ist die Kiste voll. Ups, halt. Nee, das wollte ich da nicht reinpacken. Das kommt dahin, das kommt dahin, das hier, das, das. Und das. Jo. Dich platziere ich kurz dahin und platziere ich dich. Ach, kann ich gar nicht. Na gut, dann kommst du dahin. So, das wird vertickt. Das wird auch vertickt. Ich kann gleich den Chat wieder lesen. Kleinen Moment, Leute, noch. Die Mayonnaise behalte ich auch mal wegen Verschenken. Und jetzt muss ich die Wurmdinger mal platzieren. Platziere ich die denn mal? Machen wir es mal hier hin. So, zack, die produzieren mir jetzt schön Würmer. Hallo, Rübka. So, die Krabbe kommt hier hin, das kommt dahin, das kommt dahin. So. Die Wettervorhersage lügt, wie immer halt. Ja, offenbar grauf, hein? Ist mein Chat wieder verreckt? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Es macht mir Angst, wenn so lange keiner schreibt. Werde dann voll paranoid. Arme Graufer, arme Graufer. Sarah, boah, bin ich müde plötzlich. Ja, es ist auch spät. Wir haben schon fast Mitternacht. Ich werde jetzt auch nur noch diesen einen Tag, diesen Ingame-Tag spielen. Oder vielleicht noch maximal zwei Ingame-Tage. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Aber dann mache ich auch so langsam aus, weil ich ja so gegen Mitternacht pennen wollte, weil morgen Arbeit und so. Aber übermorgen geht es ja auch schon wieder weiter mit der Bauernhof-Simulation. Mit diesem Bauernhof-Spiel. Zack, 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 zack. Mal erstmal alles schön reparieren. Oh Gott, es ist einfach mal alles kaputt. Alles kaputt. Ich brauch ganz andere. Ganz andere Zäune. Ich brauche die Hardwood-Zäune. Problem an denen ist halt nur, man braucht Hardwood und das ist halt echt ein seltenes Gut.
So, ich könnte ja mal gleich gehen und den Stall ausbauen. Dann können wir nämlich auch endlich Schweine dazu nehmen. Oder ich nehme erst noch ein paar Tiere dazu. Nee, ich glaube, Stallausbau wäre tatsächlich das Bessere. Weil dann werden die automatisch gefüttert. Dann habe ich wieder ein bisschen weniger Arbeit an der Backe. So. Ja! Ein Häschen und eine Ente. Und wir haben ein Entenei. Und wir haben Wolle. Hasenwolle offenbar. Aber ich habe leider keine Feder bekommen. So, Moment. Haben wir noch jemanden, der eine Ente sein wollte? Weil die können wir ja... Moment. Ja, die Ente haben wir hier. Irgendwie niemand, der Ente sein will. Verdammt. Die Enten könnte ich nämlich züchten. Okularis, warum bist du auf einmal so höflich? Kannst du ruhig duzen. Sei denn, das sollte jetzt so für die Aussage so herhalten. Mich nur gerade ein wenig verwirrt. So, machen wir mal nochmal Ziegenkäse. Und die Eier verarbeite ich auch nochmal weiter. Und dann hier auch noch normalen Käse. Das Entenei will ich, glaube ich, erstmal behalten. Die Wolle kann ich noch weiter verarbeiten, aber... Blitz und donnert wieder. Moment, das ist falsch. Hier kommt das rein. Das Entenei packe ich mal auch hier rein.